Herzlich willkommen, meine lieben Leute. Ich zeige euch heute jetzt was. Es wird richtig cooles für die Rennradfreaks unter euch. Die werden sich absolut freuen, wenn sie so ein Vintage-Rennrad in Perfektion aufbauen können. Das ist das ultimative Teil. Es ist ein Laufradsatz, nicht irgendein Laufradsatz. Es ist einer der besten Laufradsätze, die es damals gab. Dura-Ace, ungefahren, New Old Stock. Also wirklich absolut ungefahren, noch nie was drauf gewesen. Es sind die Original-Brüggelmann-Schoner noch drauf. Es ist mit Decke einer der wertigsten Laufradsätze, die es eigentlich serienmäßig, muss man dazu sagen, damals gab. Tippitoppi, auf der Kassette war noch nie was drauf. Jetzt sieht man, ein bisschen Lagerstaub ist drauf. Der war drauf, der ist drauf und bleibt auch drauf. Die Felge. Ich zeig's euch. Ich mach mal den Schoner ab. Bin der Erste, der den Schoner abmacht. Ist ein Laufradsatz. Wir haben natürlich zwei davon. Schaut euch das mal an. Das ist doch irre. Ey, wer hat denn sowas? Kein Mensch hat sowas über mir rumliegen. Ich meine, wenn ich mir damals so ein Ding geholt hätte, dann hätte ich sie fahren, weil die Dinger waren ja damals auch sündhaft teuer. Tippitoppi. Beide mit Schoner, beide mit Decke schon drauf. Stamm halt von einem ehemaligen Radrennfahrer. Der hat die Dinger immer als Reserve gehabt. Jetzt hängen sie eine ganze Weile bei mir als Deko mehr oder weniger im Keller. Schaut euch das an, schaut euch das an, schaut euch das an. Das ist perfekt. Das sind natürlich Schlauchreifen. Das ist ein Radrennfahrer gewesen tatsächlich. Also das war ein echter Profi. Ich habe von dem zwei, drei Laufradsätze bekommen. Einen gefahrenen, aber ähnlich guter Zustand, aber gefahren. Den will ich gar nicht anbieten, der bleibt. Ja, aber diesen ungefahrenen, den würde ich gerne offerieren. Weil er bei mir nur einstaubt. Ey, die Felge ist tippitoppi. Nicht ein Kratzer, nix, nix angebremst, nix, ja nicht. Maximal Lagerspuren sind dran, mehr nicht. Bereift ist eine Mavic, also die Felge ist eine Mavic GP4. Bereift ist es mit ungefahrenen, wo steht's? Ungefahrene Volvo Champion de France SP1. Total genial. Werdet ihr nie wieder so finden in dem Zustand. Und der Klang, ey. Und das Gefühl, es ist nicht zu spüren, auch von der Lagerung nicht oder so. Das ist Fett, das läuft voll im Fett. Das Fett fühlt sich echt noch fluffig an und so. Die Schnellspanner auch Dura-Ace natürlich. Der absolute Hammer. Und als Gimmick eben dieser Reifenschoner noch mit dabei. Absolut genial, absolut selten zu finden. Passende Vorderrad. Auch hier, so ja, der Schnellspanner ist noch gefettet, hört man. Man hört so ja die Fettung im Schnellspanner. Wahnsinn. Ja, Dura-Ace auch. Wie gesagt, Staub ist drauf. Vom jetzt hängen ja auch bei mir im Keller jetzt ein paar Jahre. Mavic GP4, passendes Felgen-Set sozusagen. Hab da. Also genial. Fakt ist, die zwei Schmuckstückchen, also diesen Satz, werde ich natürlich als solchen auch offerieren, als Laufradsatz und zwar bei eBay. Da habe ich einen Account kreiert, Fahrradsalon-Berlin heißt der. Da kommen dann jetzt demnächst einige Artikel rein. Ich hoffe, ihr bietet fleißig mit und so. Das wird natürlich einen Festpreis haben und das ist auch nicht so schlimm. Seid bitte nicht sauer, wenn es nicht verkauft wird. Also wenn ich nicht auf jeden Preisvorschlag unbedingt reagiere, weil ich weiß, wie teuer die Dinger sind. Heutzutage und ich weiß ganz ehrlich, so eine Qualität bekommt ihr nicht wieder. Heutzutage zu einem Preis, der bestimmt das Doppelte ist von dem, was ich aufrufen werde. Also ich will für den Laufradsatz hier 500 Euro haben. Es ist einfach auch ein Laufradsatz, ehrlich gesagt, so wie er jetzt ist, ist es ja gar nicht fahrbar, muss man auch dazu sagen. Ja? Man hat ja diese Schlauchreifen hier drauf, die sind nagelneu, die sind wunderschön, nagelneu, alle tut und schön. Aber die sind halt auch 30 Jahre alt. Also das ist natürlich, das ist auch ein Fakt. Und egal ob Schoner hin oder her, Gummi altert. Ja, auch wenn wenig Licht dran kam bisher und sie sich echt noch gut anfühlen. Das ist für ein Vintage-Projekt gedacht, wo du wirklich das Rad aufbaust und du willst eben noch die Perfektion haben und hast dann eben noch den Laufradsatz ungefahren und du hast das ganze Rad im nagelneuen Zustand. Dafür ist es geeignet. Wenn ihr den fahren wollt,
Ja, dann sollte man tatsächlich natürlich die Schlauchreifen tauschen gegen neue. Nun, ich weiß mittlerweile, selbst dieser Schlauchreifen, selbst dieser alte Schlauchreifen, ungefahren und eigentlich nicht mehr fahrbar, wird gehandelt mit $150. Ja, einer. Und somit ist das ja eigentlich schon wieder alles sehr realistisch. Ungefahrene Naben, New Old Stock, ungefahrene Felgen, New Old Stock, ungefahrene Speichen, ja, ungefahrener Reifen. Das sind 500 € sind nicht viel dafür. Und wie gesagt, dann noch diese Mantelschoner. Tolles Ding, tolles Design. Unter denen geht es nicht weg. Höher dürft ihr gerne bieten, jederzeit. Ja. Also der einzige Makel hier tatsächlich an dem Ding, ja, ich will hier nicht vertuschen, ist bei dem Aufkleber hier auf der Seite offensichtlich, da hing es mal dran, an einem Haken. Ja, da ist der Aufkleber ein bisschen weggescheuert und das war's. Das Ideale für einen Retro-Aufbau. Mit Originalteilen, nicht mit irgendwelchen nachgemachten Scheiß und irgendwelchen Kikifax. Tolles Ding. Bis zum 1. März, wo ich wieder im Laden bin, werde ich euch jetzt wahrscheinlich täglich, so ich die Zeit habe, Dinge vorstellen, die ihr dann auf dem, wie gesagt, eBay, auf meinem eBay-Account ersteigern könnt. eBay-Account Fahrradsalon- Berlin. Fahrradsalon-Berlin. Merkt euch das, Fahrradsalon-Berlin. Sagt euren Kumpels Bescheid, vielleicht kennt ihr ja jemanden, der gerade so ein Projekt am Start hat, komplett Dura-Ace aufbauen möchte. Hier ist die Chance. Das war's von mir. Wir sehen uns morgen, würde ich mal sagen, wieder. Wahrscheinlich habe ich morgen ein Fahrrad dann dabei. Das habe ich dabei, das hört sich gut an. Das wird dann hier auf den Tisch gepackt und dann nehmen wir einmal drum herum, schauen uns das an, weil ich habe jetzt mich entschlossen, tatsächlich ist quasi jetzt schon das nächste Video. Die Vorstellung von dem Laufradsatz ist abgeschlossen. Laufradsatz Dura-Ace New Old Stock ist abgeschlossen.